Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir mit Frankens Bierwelt wieder zu Gast bei der Brauer Rittmeier in Hallandorf. Heute hat sich mal der Chef nicht Zeit genommen, aber dafür haben wir den ersten Braumeister hier im Haus Rittmeier, den Kevin Düssel. Hallo, servus, hallo. Gewonnen. Kevin, heute geht es ums Grünhopfenpilz. Genau. Und natürlich ist das Einfachste, wenn du das erklärst, weil du hast es gemacht. Genau. Trinken wir erstmal, oder? Rät sich's leichter. Danke. Zum Wohl. Genau. Genau, ist ein Pilz. Also zum Grünhopfenpilz ist Folgendes zu sagen. Wir haben das vor einigen Jahren mal angefangen. Im Prinzip war es halt auch so eine Schnapsidee oder eine Bieridee. Wir fahren in die Hallertau zu einem Hopfenbauern und holen uns da frischen Hopfen direkt von der Ernte, also direkt von der Pflückmaschine runter und machen mal da draus ein Bier. Und wir sind dann eben zu unserem Hopfenbauern gefahren, beziehungsweise haben angerufen und gesagt, Mensch, wie schaut's aus? Das ist der Stefan Stangelmeier und der war da sofort begeistert und hat gesagt, aber nur wenn er mindestens 10 Kästen kriegt. Das haben wir natürlich dann gemacht und haben jetzt halt jedes Jahr eine andere Sorte. Nur dieses Jahr ist das Besondere, wir haben dieses Jahr denselben Hopfen wie letztes Jahr, also wer es vom letzten Jahr schon kennt, wird es auf jeden Fall wegen aromatischer in Erinnerung haben. Aber das ist vielleicht das Interessante dabei, ja. Das ist das, was unsere Arbeit ja ausmacht, oder die Arbeit vom Braumeister, dass wir eben jedes Jahr verschiedene Rohstoffe haben und aus denen eigentlich immer versuchen, dasselbe Bier zu machen. Und das merkt man halt mal, das Handwerk da drin, dass das halt eigentlich nicht jedes Mal gleich schmecken kann. Beziehungsweise ist es halt interessant, diese ganzen unterschiedlichen Geschmäcker, die ganzen verschiedenen Aromen mal darzustellen in so einem Bier. Das ist dann natürlich auch, ich sag jetzt mal wie beim Wein, der Hopfen, der schmeckt natürlich auch, der ist nie gleich wie genau. Wetter, Regen, Sonnenschein, der ist auch in der Natur. Genau, ganz Pflanze genau. Halt, ne? Genau ganz aber normal. Ihr kennt eure Hopfenbauern? Genau, wir kennen unsere Hopfenbauern. Also muss man dazu sagen, den größten Teil kennen wir persönlich, beziehungsweise halt vom Stefan kommt eigentlich so das meiste aus der Hallertau, in der Tettnang. Aber wie gesagt, wir haben halt noch so kleine Sorten, beziehungsweise haben wir ja für die ganzen Spezialsorten, jetzt wo wir beim Kraftmeier sind, können wir ja später noch irgendwas dazu erzählen, haben wir ja zum Beispiel auch Hopfen aus den USA und aus Neuseeland und Australien. Die besuchen wir natürlich nicht. Das wird dann halt, da müsste ich mich zweiteilen, dass wir die jedes Jahr besuchen können. Ja, haben wir auch schon mal. Regional ist natürlich genau. Auch so ein Begriff, das ist auch eine Region. Ne? Man genau, muss ja nicht immer vor der Haustüre sein. Ja. Das ist natürlich, das wird gleich frisch verarbeitet, die grüne Pflanze. Genau, also aber die kann ja da nicht so direkt rein. Also die Pflanze nicht, aber die Dolden. Ja. Ja. Also wie gesagt, das ist ganz interessant. Also wir fahren wirklich früh, um 5 Uhr wird der Sud gestartet. Dann meistens sind dann die drei Kollegen, also ich war dieses Jahr nicht dabei, war mein Braumeisterkollege mit den zwei Azubis und die sitzen dann auf Kohlen und dann sagen wir, wir wollen jetzt losfahren. Dann fahren die los, schauen sich den Betrieb halt an, schauen sich die Felder an, wie es da ausschaut. Ich kann vielleicht später noch ein paar Bilder mitgeben oder schicken, dass man mal sieht, wie es da ausschaut. Und im Prinzip warten die dann auf, wieder unten auf den Anruf. Checken dann ständig, wie es mit dem Verkehr ausschaut auf der A9, das ist natürlich nicht so lustig momentan. Nein. Und sobald ich dann sage, jawohl, Eibacken losfahren, tun die das praktisch frisch vor der Pflückmaschine. Das, was vom Feld frisch kommt, wird von der Pflückmaschine direkt frisch runtergenommen, also wirklich so, wie es am Feld ist. Praktisch noch mit dem ganzen Wassergehalt, ganz frisch mit dem Aroma und fahren es dann hoch. Das dauert dann ungefähr, was haben sie das ja gebraucht, 2 Stunden und 15 Minuten oder so, ich habe auf die Uhr geschaut. Und dann wird es eben direkt hier nach dem Kochen, wird es direkt im Sud zugehen. Und somit hat man halt das höchstmögliche Ausbeute an Hopfenaroma. Wie stelle ich mir das vor so einem Teebeutelchen schon rein, weil sonst mit den Pumpen... Das können wir leider nicht verraten, weil das machen natürlich andere Kollegen auch. Ja, das ist immer nächstes Jahr statt 5 Hopfen, Frischhopfenbiere oder Grünhopfenbiere 80. Dann machen wir ein Probezimmer wieder. Wobei, man muss dann auch sagen, es kann eigentlich nicht das ganze Jahr dieses Frischhopfen geben. Ich meine, es hat dann MHD, genau. Aber es ist natürlich jetzt dann direkt. Also wie gesagt, den Hopfenende, dieses Jahr war es ja wegen später. Also wir hatten so, ja, wann hat man angefangen? Hat man so Mitte August, normalerweise fängt man Anfang August schon mit der Ernte an. Und jetzt speziell die Sorte, der Hallertauer Mittelfrüh, der ist immer so, ich sag mal, Ende August bis ja, Anfang September dran. Das war jetzt auch so, wir haben praktisch die erste Charge Anfang September abgeholt. Und was ganz wichtig ist bei so einem Bier, das braucht einfach ein wenig Zeit.
weil da halt einfach im Hopfen auch andere Aromastoffe drin sind. Und das ist nochmal vielleicht wichtiger, das ist vielleicht wie beim Bock zum Beispiel zu erzählen, dass man da einfach ein wenig eine längere Laucherzeit braucht. Ich habe auch schon wieder zu viel aus dem Nähkästchen geblasen. Nein, nein, nein. Das ist vielleicht interessant. Das wollen ja die Leute wissen, genau. Deswegen sind wir ja auch da. Das ist ja auch so der Vorläufer eigentlich dann von der Bockbierzeit. Also jetzt rutscht ja dieser Braukalender schon ein bisschen durcheinander. Aber genau. Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist so ein normales Grünhopfenpilz eigentlich. Also lassen wir ja gern belehren, aber wie gesagt, so vor Mitte Oktober, würde ich es nicht trinken wollen, sagen wir es mal so. Also es merkt man, dass es dann wirklich von Woche zu Woche und von Tag zu Tag einfach besser wird. Jetzt ist das Ganze in einer Kraftmeier-Flasche drin. Genau. Da kommen wir jetzt mal rein. Das ist auch eine eigene Bierlinie, sage ich mal, von euch. Hat aber jetzt nichts mit der Kraftbierlinie von euch zu tun an sich. Ihr habt genau. Ja da auch eine Schiene in diesen kleinen Handgranaten, sagen die meisten dazu. Genau. Sondern das ist jetzt hier wirklich der Kraftmeier. Und da gibt es natürlich eine Linie davon, da gibt es auch immer wieder dazu mal was dazu, was Neues. Genau. Und zwar haben wir uns überlegt, das ist zwar alles schön und gut mit den ganzen Kraftbieren. Wie gesagt, da haben wir ja 7 Stück an der Zahl gehabt, oder haben 7 Stück an der Zahl. Und wir haben uns dann überlegt, Mensch, das war für uns dann auch für die Kunden eigentlich ein wenig langweilig, weil es halt immer dasselbe ist. Und wir haben dann einfach gesagt, Mensch, wir möchten vielleicht auch mal eben das Grünhopfenpilz, damit hat es eigentlich angefangen. Was haben wir noch gemacht? Eben so Bernsteinmärzen, Stout, Smoked Stout haben wir gemacht, das Summer Ale zum Beispiel. Und da können wir uns halt einfach austoben und können praktisch unsere Kreativität freien lassen. Braumeister heiratet. Genau, das Hochzeitsbier zum Beispiel war auch dabei. Genau. Und so hatten wir immer was Neues. Und für uns ist halt auch wichtig, das war so die Grundidee, ist eigentlich 2016 entstanden, wo man so über das Reinheitsgebot diskutiert hat. Und da war für uns war eigentlich schon immer klar, das sagen immer viele, man kann im Reinheitsgebot nicht kreativ sein. Ist ja totaler Quatsch. Im Reinheitsgebot muss man noch kreativer sein. Und wie gesagt, das ist meine Meinung, was mir gerne belehren würde von jemandem, aber wie gesagt, das ist meine Meinung, dass man im Reinheitsgebot sehr, sehr gute und sehr, sehr kreative Biere machen kann. Aber dazu muss man halt vielleicht genauso kreativ sein wie außerhalb vom Reinheitsgebot. Und das Ganze, also vorne schaut dann die Flasche immer gleich aus, sagen wir genau. Und hinten ist dann jeweils dann immer, welcher genau. Sud drin ist. Und das ist, gibt es aber auch groß nicht im Laden, also im hauseigenen Getränkemarkt, glaube ich. Genau, ja. Und wenn weg, weg. Genau, ein paar ausgewählte noch, aber wie gesagt, bei uns gibt es auf jeden Fall immer. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir 4 Stück machen. Also wir haben uns letztes Jahr darauf geeinigt, dass wir 4 Stück im Jahr machen. Letztes Jahr waren es dann schon 6 Stück. Das ist wegen das Problem, weil es halt dann immer wegen übergreifend, da sind wir gerade am Überlegen, was wir machen, ob wir vielleicht die Frontetiketten auch andersfarbig machen, dass man es einfach besser unterscheiden kann, weil es halt sehr oft ineinander übergreift und weil wir da einfach auch sehr viele Ideen haben. Aber da darf jeder mal auch, also jetzt hat einer, dein Kollege, eine Idee, dann wollen wir da mal, wird mal so ein kleiner Versuch gemacht und dann muss das natürlich, kann ganz man ja genau. Auch mal dann einen Test machen, ob das mal eine feste Größe wird im Sortiment. Zum Beispiel, ja. Wenn das jetzt der Renner wird. Also das Grünhopfenpilz halt aufgrund von der Ernte leider nicht. Das wird man natürlich gerne ständig im Programm haben. Aber natürlich kann man sich da ein wenig ausprobieren. Also wir setzen uns dann praktisch immer wie jetzt, so Anfang November zusammen, machen praktisch dann einen Jahresplan, was wir alles machen wollen. Und dann bestellen wir die Etiketten, die brauchen wir eine gewisse Zeit, entwickeln die Rezepte und dann meistens geht es dann gleich ab Januar mit dem ersten Bier los. Und wie gesagt, dann schauen wir halt immer, wie lange ist es verfügbar und dann machen wir praktisch den zweiten, dritten, vierten Zug. Dann können wir das nächste wahrscheinlich noch nicht verraten, das behalten wir uns auch. Ist noch nicht einmal ausgemacht. Noch nicht mal ausgemacht. Nee, wirklich ausgemacht. Dann doch schon ein bisschen kurzfristig. Das, was ja, kurzfristig? Genau, kurzfristig, ja. Also wie gesagt, wir machen das nächste Woche aus, dann wie gesagt, entwickeln wir das Rezept und wie gesagt, ab, ich denke mal Januar, können wir uns dann auf den nächsten Kraftmeier freuen, Mitte Januar. Dann haben wir es jetzt auch schon fast, vielen Dank. Willst du noch was? Der Bierwelt da außen mitgeben, das ist immer der berühmte letzte Satz. Gott, ja, trinkt immer fleißig. wir haben so eine schöne Vielfalt hier in Franken. Nochmal danke an Thomas, dass er so weit verbreitet, eigentlich in die ganze Welt. Wie gesagt, da sind wir alle stolz drauf, dass wir so eine Vielfalt haben. Nutzt die und trinkt euch durch und fordern auch nicht. In diesem Sinne, ja. Kevin, danke für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Und ihr bleibt gesund. Merci. Zum Wohl.